Ich singe euch von Geschichten, von Nachrichten oder Boden, mit Schichten über Schichten, die Infokriege toben. Die Krisen von Welt-Europa, die habt ihr ganz klar, objektiv begriffen, zu Hause im Sofa, nur dank unserer Medienarchiv. Da hatten wir noch den einen, den Lukas van den Berg, überragend das Internet meinen als Bockhaus-Standardwerk. So trug er herunter die Nachricht, ein Bote aus dem Himmel, legitim und öffentlich-rechtlich noch durchs dichteste Stimmengewitter. Doch Infotainment statt Nachricht zerrüttete van den Berg. Kein Medienkonzern kennt mehr Nachsicht, dem Spektakel gilt's Augenmerk. Doch Spektakel kannte er keine, die fielen ihm nicht ins Gewicht. Er kannte nur immer das eine, den objektiven Bericht. So viel galt vor kurzem sein Image, doch im Wettbewerb sank sein Stern. Die Kometen sanken die Quoten, kein Zuschauer guckte mir gern. Seit September nun läuft sein Abstieg, van den Berg verlor an Größe, zerfiel zum Hügel, zum Flachland, statt Show-Effekt gab er sich Blöße. Wir waren die alten Hasen, für die der Staat noch etwas galt. Und nach 1000 Wirtschaftsblasen trifft Lukas die Kündigung kalt. Was soll das uns nur werden? Ich war doch sein Freund und sein Chef. Die Freundschaft erträgt Beschwerden, aber wer erträgt noch das F? Dies ist die Geschichte von Lukas van den Berg, dem einzigen Nachrichtensprecher von Sender. Zu seiner besten Zeit stand der Name Lukas van den Berg ein für objektive Berichterstattung. Und im weltweiten Kampf um Informationen behauptete sich Sender als das Bollwerk öffentlich-rechtlicher Medien, mit dem Kern Europas seine weltweite Vorrangstellung behauptete. Ab September 2011 allerdings begann van den Bergs unaufhaltbarer Abstieg. Seine Einschaltquote sank von 16 auf unter 6% und sein Zuschaueranteil schmolz von 28 auf 8% zusammen. Im September 2013 schließlich war es soweit, van den Berg empfing die Kündigung. Sein alter Freund Johannes Freisager, damaliger Chef der Sendernachrichtenabteilung, überbrachte die Kündigung. Die beiden betranken sich verzweifelt. War damals noch beim Piratensender von Kempinski. Schöne Medienanarchisten waren wir da. Ich sollte über einen Sabotageakt an der Sendeturm berichten, den Kempinski angezettelt hatte. Ich wurde aber nicht informiert. Es ist also 7:10, da kommt dieser Anruf, wo ich bleibe. Ich soll längstens beim Sendeturm sein. Zieh mir also den Regenmantel übers Pyjama, spring in ein Taxi, dove la Torre della Redifusione. Dreht sich der Taxichauffeur zu mir um und sagt, no lo fa mai ragazzo, hast doch das ganze Leben vor dir. Nein, Johannes. Ich mag nicht mehr. Ich werde mich umbringen. Du wirst dich umbringen? Ja. Ich blase mir mein Gehirn aus dem Schädel während der 8 Uhr Nachrichten. Das gibt eine Einschaltquote, das sage ich dir. Am besten machst du gleich eine Serie daraus. Selbstmord der Woche, Hinrichtung der Woche. Vergewaltigung der Woche. Die Todesstunde, Samstagabend Unterhaltung für die ganze Familie. Damit putzen wir alle diese Vorsprechformate runter und diese weich gespült. In einem Sender Produktionsbüro. Also, wir machen Tokyo Hotel im Hotel Rwanda zum Schluss der 3, ja? In einer Minute machen wir die Titelansage zu den chinesischen Spülmuttis in Ostafrika. Ja, ich habe nicht die chinesischen Spülmuttis in Erinnerung, sondern die texanischen Islamisten, die in Afrika gegen die Chinesen interveniert haben. Vielleicht kriegen wir 10 Sekunden vom explodierenden Tanker selber rein. Das wäre dann 1 Minute 25. Also, was macht das zusammen? Ungefähr 45 Sekunden. Eben. Aber das ist gar nicht so Afrika-lastig. Ich habe ja nicht das Kerneuropäische. Also, Waffenkontrolle bei Antakya Paris an die Bürger der EU-Leitung in der Großraum Zürich Strasbourg. Stichwort Ansage. Die Senderabendnachrichten heute wieder mit Lukas van den Berg.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte die heutigen Senderabendnachrichten mit einer Ansage in eigener Sache eröffnen. In genau einer Woche werde ich aus diesem Format ausscheiden, dem ich lange Jahre meine Stimme geliehen habe. Dies aufgrund meiner schändlich sinkenden Einschaltquoten. Wie dem auch sei. Da die Moderation der Senderabendnachrichten für mich in den letzten Jahren die einzige Bindung ans Leben dargestellt hat, habe ich beschlossen, mich umzubringen. Ich werde mir also in genau einer Woche hier auf Sender vor laufenden Kameras eine Kugel durch den Kopf jagen. Seid dabei, schalten Sie zu. Erlebt. In einem Senderbesprechungszimmer. Könnten wir bitte die Eingangshalle räumen lassen? Da stehen 100 Leute da unten. Ja, wie soll ich die räumen lassen, sorry? Du bist erstmal weg vom Senderplatz, klar? Wir fliegen an den Ersatz von Roma. Nein, jetzt warten wir erstmal, wie die anderen Sender mit uns umgehen. Kina hat bereits das Rohmaterial der Nachrichtensendung verlangt und alle 10 Uhr Nachrichten machen mit uns auf. Wie behandeln wir das? Wir geben am Ende der Nachrichten eine Stellungnahme ab, dass Lukas unter einem großen emotionalen Druck stand. Morgen früh findet die Mitgliederversammlung statt, an der ich eine Neuordnung in der Unternehmensleitung ankündige. Ich habe keine Lust, dass dieser groteske Zwischenfall da hineinspielt. Ich schlage daher vor, Tadeus eröffnet die Versammlung mit deiner Stellungnahme, die die Angelegenheit klärt. Und du, Johannes, bereitest besser ein paar Antworten für die Fragen all dieser Irren vor, die sie immer an unsere Mitgliederversammlung verirren. Lukas stand unter einem großen emotionalen Druck, sagte ich. Ich habe auch ein paar schöne Überraschungen für dich, Johannes. Ich habe die Schnauze voll bis oben von deinem eingerosteten Nachrichtengefäß hier auf Sender. Und deshalb lerne ich ein Defizit von 45 Millionen Ecken. Hände weg von meinem Nachrichtengefäß, Joey. Wir haben unsere Firmenstufe zu verantworten, nicht vor dir. Das werden wir verdammt nochmal sehen, Johannes. Hier stellt sich doch vor allem die Frage, wie wir Lukas Vandenberg hinausbekommen. Soweit ich sehe, sind da mindestens 100 Kamerateams unten in der Eingangshalle. Ja. Wir bestellen ein Taxi an der Verladerampe. Lukas, du kommst mit zu mir. Vor deiner Wohnung wartet Sicherheitspresse. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Geneva Höchst. Von der Unterhaltungsabteilung. Okay, stimmt. Johannes Freisager, Nachrichten. In Ordnung, wenn wir uns den Stoff gleich ansehen? Jederzeit. Freisager? Ja, Wangerhut. Meine Frau. Hat er nichts gesagt, der Lukas? Ja, er wohnt ein paar Tage bei uns. Nein, das geht jetzt nicht. Tschüss. Das da ist Morgan Negri vom dynamisch-differenziellen Aufbau. Morgan Negri, ist das nicht die Tochter von diesem Philosophen? Genau. Die Toskanische Rundfunk kämpft für die Erhaltung der politischen Vielfalt. Wir wehren uns gegen die herrschende Marktideologie. Unser Kampf wird auf allen Ebenen geführt. Neben der Runenfront arbeiten autonome Bürgerfronten und die Bauernbewegung mit uns an unserer Gegenwehr. Auf Ihnen! Die Aufnahmen stammen von den Diskussionsrunden nach den Bürgerrechtsaufständen gegen Kindergewalt in der Schweiz und Südfrankreich vor 3 Wochen. Wir können gut einen Teil davon gebrauchen. Aber was jetzt kommt, ist wirklich großartig. Das Centre Pompidou wurde letzte Woche von einer Gruppe namens Toskanische Runenfront vollständig ausgenommen. Die Gruppe hinterließ anstelle der Exponate der laufenden Sylvie Flurry-Ausstellung einen symbolischen Berg Hamburger gegen kalte Plastikkunst und hat daraus ein Kunstvideo gemacht. Die Toskanische Runenfront, ist das nicht die, die sich unter der Leitung von Prins Carlos von Schweden aus der baskische Unabhängigkeitsverdeling, de Belliers und der Front National zusammengesetzt hat? Nein, das ist die Bretonische Runenfront. Das ist die Toskanische Runenfront, die unter der Leitung von Prinz Harry von Wales, der Padanischen Befreiungsbewegung, der Schweizerischen Knoss und der Südafrikanischen Hurenbewegung gegründet wurde. Ja. Es gibt im Moment eine Menge royalistischer Runenfronten mit keltisch grundierten Separatistenaktionen gegen die gleichmacherischen Werte der christlich-europäischen Kernföderation vorgehen. Die filmen sich also dabei, wie sie das Centre Pompidou ausnehmen und mit Hamburgern schänden. Genau. Woher hast du den Stoff gemacht? Von Morgan Negri selber. Freisage? Ist er gekommen, der Lukas? Ja, gib ihn mir. Wollt ihr mithören? Johannes? Ich möchte einen letzten Auftritt. Ich bitte dich, Lukas. Johannes, ich möchte keine ganze Nachrichtensendung. Ich möchte lediglich ein paar Abschiedsworte sprechen und das Format an meinen Nachfolger übergeben. Ich arbeite seit 20 Jahren für Sender, Johannes. Ich habe mein Ansehen in der Branche und ich möchte würdevoll abtreten. Was meint ihr? Könnte sein, dass es den medialen Druck auf uns senkt. Es könnte sein, dass das den medialen Druck auf uns senkt, also in Ordnung. Georg, Claire, ich möchte kurz mal in den Druck. Georg und Claire. Ich habe eben Johannes Freisager von der Nachrichtenabteilung ein Stück rohes Material eines Antiglobalisierungsbeitrages gezeigt.
großartig. Morga Negri, die Präsidentin des dynamisch differenziellen Aufbaus, möchte Werbung für die toskanische Runenfront machen und hat mir die Videos verschafft. Toskanische Runenfront? Was ist das denn? Ja, seit sich Prinz Harry im Irak radikalisiert hat, agitieren hier haufenweise antieuropäische Radikale, die sich Runenfronten nennen und die angeblich gegen die aufklärerisch-abendländische Vorherrschaft vorgehen. Das meiste auf diesen Bändern ist theoretisches Geschwafel über Vitalismus, Ökologie und die Notwendigkeit von kleinen Zellen. Aber Morgan hat 3 Minuten einer Museumsschändung mitgeschickt, die wirklich großartig sind. Erinnert ihr euch an die Profanierung des Centre Pompidou letzte Woche? Das alles habe ich auf Band mitsamt Prinz Harry, der die Aktion geleitet hat, gefilmt und seinen Leuten selber. Ich denke, wir können daraus einen absolut erfolgreichen wöchentlichen Beitrag machen, wenn nicht sogar unsere eigene Serie. Eine Serie? Woraus können wir da eine Serie machen? Sie verarbeiten ihre Museumsschändungen zu Heimvideos, die sie auf diesen virtuellen Komposthaufen im Internet zeigen. Und jetzt suchen sie ein geeigneteres Verteilermedium uns. Und als kritische Spitze platzieren sie in ihren Aktionen Markenartikel. Im Centre Pompidou waren das Hamburger möglich, dass sie sich in Zukunft dabei filmen, wie sie den Eiffelturm mit Cola-Büchsen in die Luft sprengen. Oder die Fontane die Tegelung mit Armani-Kleidern einpacken. Ja, auf jeden Fall bietet es uns die Möglichkeit, für die Produkteplatzierung Sponsorengelder einzutreiben. Ihr müsst also nur noch die Hintergründe zu den Aktionen erfinden und schon haben wir unsere eigene Serie, ohne dass uns etwas kostet. Eine Serie über antimodernistische museumsschändende Separatisten? Wie soll so etwas heißen? Unsere bunte Runenrunde? Wieso nicht? Die anderen haben Luftwaffe gegen Häuserbesetzer oder die schönsten Krebsrunde live begleitet. Warum wir nicht? Josef Goebbels und seine fidelen Paramilitärs. Ich habe euch gestern eine Konzeptanalyse geschickt. Hat die irgendjemand gelesen? In der Essenz schreibe ich da, die Bürger der ersten Welt sind verbittert. Sie werden von allen Seiten erschlagen. Irak, Iran, Sudan, ach, was sage ich, Afrika überhaupt. Sie haben sich vom Weltgeschehen abgenabelt und erschlaffen vor den Hartkernfilmen auf ihren 50-Zoll-Flachbildschirmen. Und jetzt, das ist der Kern meiner Analyse, suchen Sie jemand, der Ihre Ohnmacht teilt. Und ich sage euch, seit ich vor einem halben Jahr diesen Job übernommen habe, ich will wütende Sendungen. Ich will Gegenkultur. Ich will Gegenführungsschicht. Dieser Sender hat keine einzige Sendung unter den ersten Welt 20. Dieser Sender ist der Witz der Branche. Also schnürt ihr mir besser einen Gewinner für kommenden September. Ich will eine Serie, die auf den Aktivitäten einer werdekonservativen Terrororganisation basiert. Ich will Ideen von euch, dafür werdet ihr schließlich bezahlen. Wenn ich wieder mal so eine Konzeptanalyse rumschicke, dann lest ihr das gefälligst, recht? Vor dem ganzen Laden hier. Ich möchte ein Treffen mit Morgan Levy. Klar. Verdammte Scheiße! Johannes Freisager ist wütend, aber... Was ist denn warum ist Kette? Johannes Freisager wütend? Weil Zoe Neuhaus es geschafft hat, an der Aktionärsversammlung die Aktionäre auf ihren neuen Kurs einzuschwören. Ich will die Firma. Also die Firma will dich. Die Firma will mich. Bei der jetzigen Situation an der Börse. Unser Kurs ist der Aktienkurs. Den Wirtschaftsdiskurs als Maul. Ich hasse die Typen, die sich wie Polypen immer an der Politik vergreifen. Ich brauche keine Politiker, ich brauche Gerüchte. Damit unsere Aktien reifen wie Früchte. Gewissheit, ja, ist des Todes Tod. Ja, sehr schön. Auf Wahrheit und Visionen reimt sich für mich nur Silikon. Besser noch. Sehr schön. Visionen. Komm her. Ich will die Firma. Die Firma will dich. Ja. Ich brauch Gerüchte und Nummer 1 Hit. Und ganz bestimmt keiner Politik. Du bleibst auf Kurs, ist das klar? Ja. Und obwohl uns immer beigebracht wurde, wir hätten bei den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenabteilungen immer nur Geld zu verlieren, ist solch ein Verlust eine Brüskierung jeder gesunden Unternehmensleitung.
Mein Harmonisierungsvorschlag sieht daher vor, die in Amerika und in China stationierten Korrespondenten zusammenzulegen, das Nachrichtensystem der Sendernachrichtenabteilung einzuverleiben und das Nachrichtensystem insgesamt auf einen rechenschaftspflichtigen Unternehmensbereich zu reduzieren. Hat das Ganze gesollt, Tadeusz? Hier ist jetzt nicht die Zeit, um darüber zu sprechen, Johannes. Warum wurde mir von der Neuerung nichts gesagt? Sie trafen mich voll in die Runde vorbereitet, auf der Bühne, am Plein Publik, demütigend. Dabei hast du mir heute Morgen garantiert, dass die Nachrichten auf deinem Schicker wären. Johannes, wir werden dann morgen alles ganz in Ruhe an unserer Vormittagssitzung besprechen. Doch es kam noch schlimmer. Die Senderabendnachrichten heute wieder mit Lukas Vandenberg. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute schreiben wir Dienstag, den 12. September 2013. Es ist der Abend meines letzten Sendeauftritts. Ich habe an dieser Stelle gestern verkündet, dass ich mich in genau einer Woche hier auf Sender vor laufenden Kameras erschießen werde. Zugegebenermaßen war dies ein Akt des Wahnsinns. Aber lassen Sie mich Ihnen erklären, was gestern wirklich geschehen ist. Mir ging einfach der Scheißdreck aus. Ich hatte keinen mehr übrig. Lass ihn auf! Lass ihn auf Sendung! Geht's auf Sendung oder nicht? Verdammt nochmal, Johannes! Wenn das ist, wie er abtreten möchte, so soll er so abtreten. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Mir ging einfach der Scheißdreck aus. Wir haben keinen Umgang damit, dass wir durch dieses pointenlose Konsumentenglück wandern und trotz aller Generalüberholungen auf die Verwesung zugehen. Und deswegen brauchen wir da jemanden, der da einen Umgang hat. Und das Nein, ist kann ich auch nicht der machen. Scheißdreck Scott. Ja, er ist gerade dabei zu sagen, Was, dass das Leben ein Scheißdreck ist und das Leben nicht ein Scheißdreck. Ja, wie steht es mit dem Scheißdreck Mensch? Der Mensch Nein, ist doch ein reinliches Wesen, das seine Welt sauber hält. Aber ich nehme keine Anrufe direkt. Wenn euch jemand den Menschen als reinliches Nein. Wesen verkaufen würde, dann sagt dieser hier, ich habe einfach keinen Scheißdreck mehr. Ich habe ihn ausgedrückt. Wie ich gesagt bekommen habe, bist du verantwortlich für diese kolossale Idiotie, Johannes. Kann man so sehen, ja. Das ist ein Boden aus Frechheit, mehr ist als ich zu sagen. Tadeusz, ich hätte das schon noch was zu sagen. Ich möchte wissen, warum eine Herabstufung der Nachrichtenabteilung an einer Aktionärsversammlung bekannt gegeben wird, ohne dass ich etwas davon weiß. Tadeusz, ich habe hier schon unter deinem Vater gearbeitet. Seit 30 Jahren schreiben wir hier gemeinsam die Geschichte von Sender. Aber seit vor 10 Monaten, die Neuhaus, die Kontrolle über Sender übernommen hat, bestimmt diese Neuhaus alles hier. Wir verdammte Scheiße steuert dann eine Sender. Du bist doch der Aufsichtsratsvorsitzende und die Neuhaus ist nur die kaufmännische Speerspitze. Ich sagte dir bereits gestern an der Aktionärsversammlung, dass wir morgen in unserem regulären Vormittagstreffen alles in Ruhe besprechen würden. Hättest du abgewartet, dann hätte ich dir gesagt, dass ich glaube, die Zoe Neuhaus überstürzte sich und dass keine Umstrukturierung der Nachrichtenabteilung angegangen worden wäre, ohne dass alle und insbesondere du, Johannes, befragt und zufriedengestellt worden wären. Stattdessen verwickelst du Sender in dieses groteske und unwürdige Zwischenspiel, Johannes. Ich erwarte deine Kündigung morgen früh um 10. Bis dahin schreibe ich unsere Verlautbarung und mache den geringsten Schaden für alle Beteiligten daraus. Dankeschön. Sind die Zahlen von heute Nacht da? Die liegen auf dem Pult. Und die Zahlen von gestern Nacht? Die bringe ich gleich. Ich habe dieses Viertelstück von Bavaria erhalten für diese stündige Serie. Ich kann ja kurz drüber gehen. Also die erste läuft unter dem Titel Arm wie die Anwälte. Spielt an einer Hochschule für Juristen, voraussichtlich die Uni München. Die Hauptcharaktere sind ein mürrischer, abergütiger Ex-Oberrichter, dann die junge Abschlussstudentin und der junge Anwalt, der zwar brillant ist, aber aneckt. Weiter? Ja, die zweite Serie nennt sich Chirurgen, Chirurgen. Läuft an einer Hochschule für Chirurgie, voraussichtlich die Uni München. Die Hauptcharaktere sind ein mürrischer, abergütiger Oberarzt, ja. Der harte Trinkeranästhesist und die junge Chirurgin, die zwar brillant ist, aber aneckt. Wir stecken bis über beide Ohren in Chirurgen.
Ja, dann hätten wir doch einen investigativen Heilpraktiker. Report spielt an einer Heilpraktikerschule voraussichtlich bei München. Die Zeitung schreibt, dass die Russen den Gaspreis um weitere 20 Ecke erheben wollen. Die CIA wurde dabei ertappt, wie sie die Ferien ihrer Angestellten über Konten des UNO-Menschenrechtsrats abbuchte. Wir haben einen Bürgerkrieg in Italien und einen weiteren in Südfrankreich. Aber die Titelseite beherrscht Lukas Vandenberg. Ich möchte ein Treffen mit Zoe Neuhaus klären. Klar. Großbritannien lehnt es ab, unsere Nachrichtensendung weiter auszustrahlen, solange das Vandenberg aus dem Programm gestrichen ist. Das sei zu anstößig. Hast du die Zahlen von heute Nacht gesehen? Wir haben 22% in Brüssel, 25% in Stockholm und 28% im Vatikan. Wir haben Vandenberg letzte Nacht ausgestrahlt, wie er minutenlang Scheißdreck sagt. Und ich sage dir, dass wir heute einen Zuschaueranteil von 30% kriegen. Willst du damit andeuten, wir sollen diesen Spinner wieder ins Programm nehmen, wie er Scheißdreck schreit? Hast du die Zeitung von heute gesehen? Das ist eine mediale Abdeckung. Die bekommst du weder mit Krieg noch mit Geld. Wir vergrößern unseren Zuschaueranteil um 30 Millionen Menschen pro Nacht. Ich will diese Sendung zu. Und euer bankrotter Sender braucht solche Sendungen. Ja, was heißt das, du willst die Sendung? Das ist ein Nachrichtengesetz, Ginnever. Das passt überhaupt nicht in dein Ressort. Das ist der Mann meiner Television. Das ist der Mann der Fernsehmillion. Ich sag euch, das ist der Mann, der uns das Neue bringt. Das ist der Mann, der Hysterie erzwingt. Zum Himmel, Ginnever. Wir reden hier davon, im Weltfernsehen einen offenkundig nicht zurechnungsfähigen Menschen einzuverleiben. Exakt. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Ihr denkt doch nicht ernsthaft daran, auf unseren Sender eine pornografische Nachrichtensendung aufzuziehen. Die Europäische Medienaufsicht wird uns in unseren eigenen Nachrichten köpfen. Die Europäische Medienaufsicht wird uns kein Haar krümmen. Ich will mir die rechtliche Situation gar nicht vorstellen. Die Klagen werden uns bis zum Hals stehen. Unsere Tochtergesellschaften werden das nicht mittragen. Unsere Tochtergesellschaften werden uns den Hintern küssen, wenn wir den in einer Volkssendung stecken. Aber die öffentliche Meinung. Wir wissen nichts von öffentlicher Meinung. Die also Zeitung. Testen wir sie aus. Die Zeitung. Die Zeitung inseriert nicht mehr auf Sender, ist aber umgekehrt bald abhängig von den Inseraten hier auf Sender. Nein. Zieh da nicht mit. Ich verstehe mich nicht als Direktor eines Medienpuffs. Das ist sehr löblich, Thaddäus. Bitte setz dich. Deine Empörung ist registriert. Aber du musst mir vertrauen. Also was schlage ich vor, konkret? Wir. Nicht mehr und nicht weniger als unseren Nachrichten einen editorischen Kommentator anzustellen. Andere Nachrichtensendungen haben ihre Kommentatoren. Wir haben Lukas Vandenberg. Lass uns schauen, was heute Abend passiert. Du, ich will nur nicht diejenige sein, die Johannes davon in Kenntnis setzt. Johannes arbeitet nicht mehr bei uns, ich habe ihn gestern gefeuert. Ach, das ist ganz wunderbar, Thaddäus. Gut gemacht, dann machen wir das so. Matthias, emurieren wir. Keine Ahnung. Unterrichten, ein Buch schreiben, was alle Fans eigentlich so machen. Schön, dass es ein Lebensabend so geht. Hab ich euch schon mal die Geschichte vom DRS-Sendeturm erzählt? Ich war damals noch bei Kempinski's Piratenzender. Schöne medienanarchisten waren wir daar. Ik zal u over een sabotageakt berichten dat de DRS-zender toen de Kempinski aangezetteld had. Ik word daarvan niet geïnformeerd. Er komt dus ook een aanroep om 6:50. Ik zal al lengstens bij de toerip zijn. Ik zie een regenmantel in mijn pyjama springen in een taxi. Dove la torre della redifusione. Dreht zich de chauffeur toen weer om en zegt: Nolo famai, ragazzo, du hast nog das ganze leven voor je. Was ist hier denn so komisch? Ich habe was garantiert Komischeres von oben, von der Neuhaus. Die wollen, dass ich wieder auf Sendung gehe. Was? Ja, das ist reine Geschäftemacherei. Die Quote ging um 5% hoch. Das ist doch nicht ernst. Doch, sie wollen, dass ich spontan meinen Ärger rauslasse, als ein Endzeitprophet, der die Scheinheiligkeit unserer Zeit anprangert. Und wer sind Sie? Der Typ von Preiswasser aus Kupfer, die Zoe Neuhaus, unser Vorstandsvorsitzende hier und die Kleine von der Unterhaltungsabteilung.
Keine Frage. Was hat denn die mit der Sache zu tun? Das war alles keine was Idee. Und du willst als Endzeitprophet die Scheinheiligkeit unserer Zeit anprangern, Herr Lukas? Klar will ich als Endzeitprophet die Scheinheiligkeit unserer Zeit anprangern, Johannes. Johannes, ich hab gut lachen, aber dir fehlt der Ton. Für dich gibt's keine Zukunft bei der Television. Vorbei sind die guten Zeiten, es tut mir weh im Ohr. Dabei warst du jetzt gestern da, wir sagen im Chor. Wir sind zwar graubeliert, doch sag ich's laut. Wir sind zwar graubeliert, doch sag ich's laut. Wir sind zwar graubeliert, doch sag ich's laut. Ich bin TV. Also ich, ja, du nicht mehr, ne? So, so. Lukas geht also wieder auf Sendung. Und du ziehst da mit, Tadeusz? Ja. Die Zoe Neuhaus. Die versucht, sich auf Unternehmensebene zu platzieren. Das erklärt doch ihr Verhalten und erzählt erst, was auch immer. Aber mit Lukas Vandenberg gibt es einen großen Fehler. Ich nehme an, Neubob. Neubob wird ihre Vermessenheit abstrafen und ganz sicher wird das Herr Jensen tun. Also, was ich dazu aus dem Kopf mache, eine Weile, zu dieser Lukas Vandenberg-Sache ganz von selber verlieren. Johannes, ich wollte dir das eigentlich erst morgen sagen. Ich möchte deine Kündigung rückgängig machen. Ich werde diese Angelegenheit direkt bei Herrn Jensen vorsprechen. Weil gegen dir Zoe Neuhaus, ihr Lesben, jetzt brauche ich eben Kameraden, die ich haben kann. Natürlich, Tadeusz. Kannst du auf mich zählen? Die ersten Publikumsreaktionen auf die neue Lukas-Vandenberg-Sendung waren wenig verheißungsvoll. Die Zeitung blieb feindlich eingestellt. Die Reaktionen aus der Unterhaltungsindustrie waren negativ. Gib mir den Futter und ich geb dir Kote. Gib mir den Futter, du süßes Hündchen. Wir brauchen Pulte, sonst regnet's bald Tote. Wir brauchen Pulte in unserem Arbeitsprogramm. Denn du weißt, ich bin das Fernsehen und ich bin dein Fernweh für dich. Das Fernsehen für dich. Du weißt doch, keine Würfel teilt ihr Revier. Gib mir die Pfote und ich geb dir Pfote. Gib mir die Pfote. Wusstest du, dass an der Börse Wahrsagerinnen arbeiten? Einige sogar mit Tarotkarten. Ich habe kürzlich einen getroffen. Zittert die zünftige Zukunftsmaschine der Zürcher Zünfte, mit der möchte ich unbedingt mal eine Sendung aufbauen. Und sie sagte mir, sie hätte eben gerade eine Vision gehabt. Sie sah mich in einem Büro mit einem erfahrenen, vom Wetter gegerbten Mann, mit dem ich bald eine gefühlsmäßige Bindung eingehen würde. Und hier bin ich. Sie macht das alles mit der Ruhe. Man nennt sie ist eine Parapsychologin. Sie spürt Empfindungen nach, die sich in ihrem Energiefeld aufrichten. Die Dame könnte dir helfen, Mann. In welchem Sinne? Eine Nachricht. Vandenberg macht den verrückten Propheten nicht gut genug. Er krankelt und inspiriert. Ich finde, wir brauchen ein paar Schreiber, die Vandenberg mit den Piraten helfen. Das ist dir nicht ernst, oder? Ja, aber deine Nachrichten haben doch jetzt schon Boulevardformat.
Nackt wandern, Fußball, Hunde verloren. Daneben liefen heute kaum noch eine Minute wirkliche Nachrichten. Ich meine, alles, was ich sagen will, wenn du auf den Strich gehst, dann richtig. Und ich werde diese Geschichte morgen in die Sitzung einbringen. Und ich möchte keine internen Querelen und habe gehofft, wir könnten die Sache unter vier Augen ausmachen. Könnten wir nicht wieder zu dieser Wahrsagerin zurückkehren, von dem wettergegerbten Mann und der gefühlsmäßigen Wind gesprochen? Schatz, ich komme heute nicht nach Hause. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Ich esse alles. Fühle mich gerade frisch an. Allerdings. Ich warne dich, aber ich mache nicht alles mit am ersten Abend. Ja, das werden wir noch sehen. In einem japanischen Restaurant. Ich war 4 Jahre verheiratet und gab vor, glücklich zu sein, während ich 6 Jahre in Therapie war und vorgab, zurechnungsfähig zu sein. Mein Mann lief mit seinem besten Freund davon, worauf ich mich auf eine Affäre mit dem Analytiker einließ und der analysierte, dass ich im Bett eine absolute Niete sei. Das sagen alle, dass ich im Bett eine Null sei. Du glaubst kaum, wie viele Männer mir das schon gesagt haben. Bei mir überwiegen die männlichen Züge. Ich bin schnell erregt, komme zu früh, muss mich dann anziehen und raus aus dem Zimmer. Das Einzige, was ich tauge, ist die Arbeit. Und alles, was ich vom Leben will, ist ein Zuschaueranteil von 20 und eine Einschaltquote von 30%. Und du bist bestimmt verheiratet. Seit 25 Jahren. Da sehen wir also, Johannes. Ein erfahrener, vom Wetter gegerbter Mann und eine verschüchterte junge Frau mit einem Vaterkomplex. Welches Drehbuch könnte man dieser Konstellation abgeben? Die Leute im Büro sagen, du hast es mit der Sohn Neuhaus. Ach, Neuhaus. Ihren Lüste sind allerhöchstens daran interessiert, mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats zu verschmelzen. Und ich hingegen bin nicht einmal Aktionärin. Und wie steht es mit deinen Lüsten? Ist deine Frau zu Hause? Ja. Dann gehen wir besser zu mir. 3-2, Hochschalten, VTA und Stichwort... Die Senderabendnachrichten, heute wieder mit Lukas van Uden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Nacht erwachte ich kurz nach 2 Uhr aus einem unruhigen Schlaf. Eine wispernde, gesichtslose Stimme weckte mich. Ich konnte im dunklen Schlafzimmer zuerst nichts erkennen, also sagte ich, Entschuldigung, aber du musst etwas lauter sprechen. Da wandte sich die Stimme an mich mit den Worten, ich will, dass du den Menschen die Wahrheit verkündest. Ich erschrak und sagte, warum ich? Und die Stimme antwortete, weil du im Fernsehen kommst, du Holzkopf! Stopp! Guck, ich lebe wieder so ein Format, ich lebe wieder dieselbe Bild. Du leidest an deinem Nerven geschlagen, du tauchst frei. Das hier ist keine psychotische Episode, das hier ist ein reinigender Augenblick der Klarheit. Ich bin erleuchtet, Johannes. Ich bin erleuchtet von einem besonderen Geist. Das ist in keinster Weise ein religiöses Gefühl. Ich fühle mich verbunden. Könnt ihr bitte diese Stühle wegräumen? Ich stimme nicht. Ich fühle mich verbunden mit allen lebenden Wesen, mit allen Menschen und Vögeln und Tieren und darüber hinaus mit einer großen, ungesehenen Kraft, die wohl diejenige ist, welche die Hindus Prana nennen. Das ist kein Zusammenbruch, Johannes. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeräumt gefühlt. Weißt du, du wirst mir meine Sendung nicht wegnehmen. Weder jetzt noch zu einer anderen raumlosen Zeit. Hier bin ich wieder. Kleine technische Störung, Entschuldigung. Ich brauche euch nicht zu erzählen, wie schlecht die Dinge liegen. Ihr alle wisst ja genau, wie schlecht die Dinge liegen. Ja, sie liegen im Dreck. Ihr alle wisst genauso gut wie ich, dass nur noch gerade bei uns die Nahrungsmittel zum Essen taugen und die Luft zum Atmen. Und wir sitzen hier, hypnotisiert von einer Medienlandschaft, deren Nachrichtensprecher, Leute wie ich, euch tagtäglich mitteilen, dass in naher Nähe 20.000 Menschen ertrinken, weil sie ein bisschen teilhaben möchten an unserer Luft, an unseren Nahrungsmitteln. Und dass Kinder in unserer direkten Nachbarschaft Gewaltverbrechen aneinander verüben und sich dabei filmen. Ja? Aber das ist der Alltag. Verrückt ist die Welt. Und also gehen die Menschen nicht mehr raus aus ihren Häusern. Sie schließen sich ein, sie wickeln sich ein in ihre Medienlandschaften, während die wirklichen Landschaften draußen immer kleiner und ungemütlicher werden. Und wir haben alle nur noch eine Bitte. Bitte, 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 bitte. Lasst uns in Ruhe.
schließt meinetwegen Freundschaft mit meinem Gesichtsbuchprofil oder mit meinem Plätzchen, aber belästigt mich nicht persönlich, denn allein wollen wir sein. Mit unserem Toaster und unserem Föhn. Lasst uns in Ruhe. Aber ich lasse euch nicht in Ruhe. Ich komme zu euch im rauschunterdrückten Rundumton. Ich will, dass ihr euch verrückt. Ja? Ich will nicht, dass ihr protestiert. Ich will auch nicht, dass ihr randaliert oder dass ihr irgendwelche Petitionen schreibt, weil ich auch nicht weiß, was zum Teufel ihr schreiben sollt. Alles, was ich weiß, ist, dass ihr euch verrücken müsst. Ihr müsst aufstehen und sagen, ich bin ein Mensch, verdammt. Mein Leben hat Wert. Darum möchte ich, dass ihr alle, die mir zuhört, euch jetzt erhebt. Steht auf. Nicht ihr hier drin, ihr zu Hause im Bildschirm. Steht auf. Erhebt euch aus euren fauligen Medienlandschaften. Und wenn ihr aufsteht und da steht, dann will ich, dass ihr zum Fenster geht. Geht zum Fenster. Geht zum Fenster. Okay, ihr seid da. Macht's auf. Macht eure Fenster auf. Ja, und da kommt Luft rein, ja? Die ist gut. Die ist kühl. Die ist frisch. Wow. So gut. Und die lasst ihr jetzt rein in eure Lungen. Hier, hier. Das ist hier, ne? Die Lunge ist groß. Hier. Füllen. Genießt diese kühle Abendluft. Und wenn eure Lunge voll ist, dann schreit ihr, so laut ihr könnt, was eure Stimmbänder hergeben. Ich bin verrückt vor Wut und mach das nicht mehr länger mit. Okay, mein Zeichen. Traut euch. Johannes.
Unser Thaddäus erlebt leider einen leichten Ausbrenner. Oh, ich brauche mal eine Auszeit. Und kann leider keine Anrufe mehr entgegennehmen. Unterdessen treffe ich hier die Entscheidung und dabei auch eine, die ich schon immer habe treffen wollen. Du bist gefeuert, Johannes! Du hast Zeit, bis heute Abend dein Büro zu räumen. Die Sicherheitskolonne hat Anweisung, dich gegebenenfalls rauszuwerfen. Na gut, Neuhaus. Dann zeig dich ins Knie. Wenn du willst, dass ich gehe, musst du mich schon rausschleppen. Ich werde mit Händen und Füßen wehren und die ganze Nacht nicht nach deinem Weg mir folgen. Die sind solidarisch. Nicht in dieser Rezession, altes Haus. Wenn Jensen zurückkommt, wird er dich kassieren. Herr Jensen will nicht so verblendet sein, seine einzige Nummer 1 in dir rauszuwerfen. Tja! Man hat hier gehofft, die Stürze über Frankenberg. Stattdessen haben wir hier einen leichten strategischen Ausbrenner. Mediales Überlassen. Ja, ist schon gut, Schätzchen, danke. Und einen dicken, fett betiteten Hit, Johannes. Und glaub mir, am 17. November werde ich Rechenschaft ablegen vor der Unternehmensleitung. Unter Ankündigung der fetten Einnahmen für die kommenden 10 Jahre. Und glaub mir, Herr Jensen wird da sitzen in seinem ergonomischen Leistungssessel und sagen: Sehr gut, Zoe. Gut gemacht. Bleiben Sie da dran. Du bist gefeuert, Johannes. Raus aus dem Gebäude. Oder du wirst gegangen. Und du machst damit? Ich habe dir gesagt, ich möchte keine Streitigkeiten. Ich hätte die Sache lieber von uns beiden ausgearbeitet gehabt. Ich will das der ganzen Medienlandschaft sagen. Jedem Sender, jedem Blatt, allen Tochtergesellschaften in diesem Land will ich das sagen! Ich mache einen großen Ärger mit der Sache! Großartig! Warum denn so große mediale Präsenz hier noch möglich? Arschloch! Sag mal, läuft da was zwischen dir und Johannes? Nicht mehr. Ich bin das Zündholz der Redaktion. Ich bin die Fackel in der Dämmung. Weht ein Wind oder weht ein Sturm, dann sorgt euch nicht um mich, denn ich breche nicht. Ich gönn mir nur einen Ausbrenner, einen Ausbrenner. Merda!
Ihre Höchst, eine kinderlose Medientusse der blutsaugenden Kulturschikaria. Und ich bin Morgaine Negri, neoarische Zuchtstute und stolze Mutter von 12 flachsblonden Kindern. Das klingt nach der Basis für eine beständige Freundschaft. Das ist übrigens mein Anwalt Kurt. Um gleich zum Kern der Sache vorzudringen, Frau Höchst. Meine Klientin, Frau Morgaine Negri, möchte die volle Kontrolle über sämtliche ausgestrahlten politischen Inhalte. Das kann sie haben. Ich kümmere mich einen Dreck um die ausgestrahlten politischen Inhalte. Was für eine Sendung haben Sie denn dann vor, Frau Höchst? Ich möchte eine Sendung machen, die auf den Aktivitäten einer wertekonservativen Terrororganisation basiert. Was will ich? Ich will eine Menge mehr Material im Stile der gefühlten Museumsschändung. Frau Negri müsste die Arbeit mit der Basis koordinieren, weil das können wir als staatlicher Sender ja nicht, weil wir es ja immerhin mit gesuchten Rechtsextremen zu tun haben. Frau Höchst, die Toskanische Runenfront ist eine undisziplinierte royalistische Bande. Ihre Anführerin ist, milde gesagt, etwas exzentrisch. Alles klar, Frau Negri. Ich biete Ihnen Hauptzeitfernsehen, eine Stunde die Woche, in die Sie an Politpropaganda packen können, was immer Sie wollen. Ich werde diese Angelegenheit im inneren Kreis der Toskanischen Runenfront vorschlagen, Signorina Höchste. Ich bin noch bis Samstag hier und ich möchte die Sache zum Laufen bringen. Danke. So Neuhaus zur neuen Vorstandsvorsitzenden von Sender gewählt. Aber warum? Weil ihr Leute, 250 Millionen Erstweltbürger, mir gerade zuhören. Weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt, die Wahrheit des Bildschirms ist. Dieser Bildschirm ist die größte gottverdammte Macht auf dem ganzen gottverdammten Planeten. Deshalb wehe uns, wenn diese Macht in die falschen Hände fällt. Und diese Macht fällt heute in die Hände der Neurop. Und dort regiert diese Frau namens Zoe Neuhaus. Aber wenn das fünftgrößte Firmenkonglomerat der Erde namens Neurop einen Propagandaapparat namens Sender kontrolliert, an den ihr alle so sehr glaubt, wie ich auch. Wer von uns weiß dann noch, welcher Dreck in die Welt geschleudert wird? Also hört mir zu. Fernsehen heißt nicht die Wahrheit sehen, ja? Fernsehen heißt Unterhaltung durch Akrobaten und Geschichtenerzähler, Tänzer und Moderatoren, Sportler und Politiker, egal was. Das Medium Fernsehen ist die Botschaft. Und innerhalb dieser Botschaft kann keine andere Wahrheit erzählt werden, die nicht das Fernsehen selber ist. Wenn ihr die Wahrheit wollt, betet zu Gott. Geht zu eurem Gurus, geht in euch. Das sind die einzigen Orte, an denen ihr Wahrheit findet. Aber ihr fangt an, unserer Illusion zu trauen, die wir hier für euch spinnen. Ihr glaubt, dass der Bildschirm wirklicher sei als die Wirklichkeit und eure eigenen Leben unwirklich. Zum Teufel nochmal, das ist Kollektivverrücktheit, ihr Verrückten. Darum möchte ich, dass ihr eure Fernseher jetzt ausmacht. Ja? Schaltet eure Bildschirme in diesem Moment aus. Schaltet sie aus! Schaltet sie aus und lasst sie aus. Schaltet sie mitten in den Satz. Visionen, Visionen, Visionen.
Gerber Höchst trifft Johannes Freisager zufällig im Stadtpark. Ich kam ja immer mal wieder in die Nachrichtenabteilung runter. Und da habe ich kürzlich Lukas Wankenberg getroffen und habe ihn nach dir gefragt. Er meinte, es gehe dir gut. Und? Geht's dir gut? Nein. Bist du beschäftigt? Wie man's nimmt. Ich war an einer Beerdigung, ich war an einem Taufen. Ein paar weitere Freunde liegen im Krankenhaus. Freunde sterben oder kriegen Enkel. Das beschäftigt. War oft kurz davor, dich anzurufen. Ich wünschte, du hättest. Ich bin ja kürzlich wieder mit dieser Wahrsagerin zusammengestoßen und habe ihr gesagt, du hast mir doch vor etwa 4 Monaten die gefühlsmäßige Bindung zu einem erfahrenen, vom Wetter gegerbten Mann vorausgesagt. Aber außer einer glänzenden Nacht hat sich soweit nichts ergeben und sie meinte, keine Angst, das wird schon. Es war eine reizende Nacht, oder Johannes? Oh ja. Werden wir uns jemals gefühlsmäßig binden? Ich bin darauf angewiesen, dass wir uns gefühlsmäßig binden. Wie steht es mit dir? Ich habe 100-mal dagegen angestanden, dich anzurufen, aber ich dachte, du würdest mich hassen. Hab ich wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich dich nicht aus meinem Kopf bekommen habe. Ich bin das Wochenende außer Haus. In einem Motelzimmer. Weißt du, unser guter Unruh wird langsam unser Riesenproblem. Was ist das kalt hier drin? Weißt du, wir zahlen diesen Spinnern von der toskanischen Rundfront 12.000 Ecken die Woche, um an authentisches rechtsradikales Material zu kommen. Und unser Anwalt meint nun, das stellt unmittelbar eine Aufforderung zu Verbrechen dar. Aber ich sage, Anwalt, lass sie prozessieren. Wir kriegen ein Gerichtsverfahren und unsere Zeit, die Zeitung macht ein Leitartikel nach dem anderen, weil alles, was ich brauche, ist ein Gerichtsverfahren von 6 Wochen und unsere bunte Runde kriegt ihr eigenes. Ah! Oh! Zeitfenster. Oh. Aber was mir wirklich auf die Nerven geht, ist, dass Sender das ganze Tagesprogramm mit diesen miesen Spielsendungen blockiert hat. Ich muss das aufbrechen. Ich denke da an eine päderastische Hartkernseifenoper. Sokrates und seine scharfen Jünglinge. Die herzerweichende Geschichte eines alternden Philosophen, der den Mut hatte, sich über das Schutzalter hinwegzusetzen. Was meinst du? Johannes Freisager hat seine Gattin Ruth mit der Wahrheit konfrontiert. Und, wie lange geht das schon so? Einen Monat vielleicht. Liebst du sie? Ich weiß nicht, was ich fühle. Aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt etwas fühle. Aber besessen bin ich von ihr. Das spüre ich, diese Besessenheit. Dann sag's. Erzähl mir nichts von deiner Besessenheit. Sag, dass du sie liebst. Ich liebe sie. Dann geh. Geh und nimm dir ein Hotelzimmer. Aber komm hier nicht zurück. Denn nach all den 25 Jahren, die ich hier versucht habe, die Illusion eines Heims und einer Familie aufrechtzuerhalten, nach all den sinnlosen und quälenden Verletzungen, die wir uns zugefügt haben, soll mich der Teufel holen, soll ich einfach dastehen und mir sagen lassen, dass du jemand anderen liebst. Das ist ja nicht eines deiner
leichten Mädchen, die du nach den Bechern abschleppst. Das ist auch nicht eins deiner berühmten Kongresswochenenden mit deiner Sekretärin. Das ist deine große Winterromanze. Das letzte Anschwellen deiner Leidenschaft vor der Erschlaffung des Ruhestandes. Und das soll mein Anteil sein? Sie kriegt die Winterromanze und ich die Senilität? Ich bin deine Frau, verdammt! Wenn es für dich schon keine Winterromanze gibt, dann erwarte ich wenigstens Respekt. Realität, verstehst du? Das schmerzt? Sag was. Da gibt es nichts, was ich zu sagen hätte. Ich weiß nicht, ob sie zu wahren Gefühle fähig ist. Ist sie doch die Fernsehgeneration. Gelernt hat sie das Leben vom Musikfernsehen. Ihre einzige Wirklichkeit ist dieses Bildschirms. Sorgfältig denkt sie sich die Szenarien aus, nach denen wir uns durch unsere Beziehung ringen. Was handelt es sich bei diesem Ringen um eine Wochenserie? Eine Fernsehadaption von Anna Karenina. Ich bin Graf Wronski. Und ich die Anna. Sie hat mehrere Fassungen von der Geschichte. In einer komme ich zu dir zurück, weil das Publikum es nicht akzeptieren würde, wenn eine glückliche Beziehung zerstört wird. Und dann hat sie auch noch eine ganz dramatische Fassung, in der ich mich umbringe. Ich sehe, du hast Kummer vor dir, Johannes. Oh ja. Man hat mich ja lange Zeit mit ihren ausgefallenen Ideen torpediert. Und jetzt bin ich, Gott sei Dank, umgefallen. Ich präsentiere Ihnen die Frau hinter der Lukas Vandenberg-Schau. Wir alle wissen, sie ist schön. Wir alle wissen, sie ist intelligent. Deshalb dachte ich mir jetzt gerade, bevor später im Programm Dieter von These unseren Intellekt leckt, sollten wir sie zuvor spüren lassen, was wir von ihr denken. Meine Damen und Herren, ich bitte um einen ganz, ganz warmen Applaus für Genova Höchst. Heute erzähle ich euch mal etwas über die Wirtschaft und die Medien. So, dafür habe ich hier zwei Pappkameraden mitgebracht. Die Dame hier, das ist die Zoe Neuhaus, die steht sinnbildlich für
Neurop mit dem Sender. Und hier, ihn nenne ich Vitali. Mein Kollege hier, Vitali, das ist der Kollege aus Peking. Das ist der Chef der russisch-chinesischen Investmentkooperation. Kennt ihr alle? Größte Firmenkonglomerat der ganzen Welt. So, Vitali Zoe. Die Zoe hier, die ist traurig. Weil die Zoe hat einen ganz wahnsinnig defizitären Sender am Hals. Uns. So, der Zoe fehlen, ganz genau genommen, 84 Milliarden EQ. Eine Menge Geld. Der Vitali hier, der lacht. Weil der Vitali, der hat Geld. Eine Menge. Und der Vitali schenkt nun der Zoe 84 Milliarden EQ, damit die Zoe wieder lachen kann. So, jetzt freut sich aber auch der Vitali, denn er kriegt auch was für die 84 Milliarden. Er darf mit einer großen Säge aus Peking kommen und macht hier einfach mal ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch und baut sich den Oberkörper von der Zoe kurzerhand einfach mal so ab. Ja, also die Herren hier, die sagen, das ist jetzt die Aktienmehrheit, aber es ist eigentlich dasselbe, weil mit dem Oberkörper darf jetzt der Vitali wieder zurück nach Peking. Und da hat er jetzt den Oberkörper von der Zoe, während die Beinchen von der Zoe immer schön im Kern Europa bleiben. Und jetzt kann der Vitali mit einer großen Feile an dem Oberkörper rummachen und macht ein bisschen die Brüste größer, macht den Mund ganz groß, baut aber die Äuglein und die Öhrchen aus. Und mit diesem neuen Oberkörper geht er zurück nach Kern Europa und schraubt diesen Oberkörper wieder oben auf die Beine drauf von der Zoe. So. Und ohne dass wir es merken, sagt jetzt die Zoe durch ihren neuen Mund von dem Vitali gesponsert, all die Dinge, die der Vitali gerne hört. Das sind so Dinge wie Frauenhandel ist was Schönes. Dinge wie tibetische Kinder abschlachten ist eine traurige Notwendigkeit. Dinge wie Journalisten vergiften ist in Ordnung, wenn die immer nur rumsteckern und nichts Vernünftiges schreiben. Dinge wie die Errichtung von russisch-chinesischen Kolonien im afrikanischen Kontinenten ist ein Beitrag zu mehr Sicherheit und Stabilität. Ja, wollt ihr das? Ich persönlich, ich will das nicht. Und ich habe überlegt, was könnten wir hier tun, um diese Handlung zu verhindern. Und da ist mir eingefallen, in diesem Moment sitzen wir hier gemeinsam, traulich beisammen, 1 Milliarde Erstweltbürger. Kein Europäer wie du und ich. Also möchte ich von euch, dass ihr euch jetzt erhebt, aufsteht, zum nächsten Postamt geht, ein Telegramm aufgibt an die Brüsseler Medienaufsicht in Europa und in dem Telegramm steht, ich bin verrückt vor Wut und möchte, dass der Neurop-Deal gestoppt wird. Ich... So, also ich will jetzt erstmal eine Nachschrift von der Sendung, dann kann ich da ein paar Mal drüber gehen. Ja, gleiches. Zoe, was ist das für ein Handel? Ja. Was? Ja. Die Neurop hat 84 Milliarden EQ von den China-Russen aufgenommen. So ziemlich jedes Pfand, das wir haben. Wir brauchen dieses Geld dringend. Es ist immerhin Jens möglich, dass wir den Einfluss von Lukas Vandenberg auf das Publikum unterschätzen. Ja. Ja. Oh Gott. In Brüssel warten Sie knietief in Telegrammen, auf denen steht, lasst euch nicht vom China-Russen aufkaufen. Oh, kann denn das Europäische Parlament den Handel stoppen? Ja, natürlich! Die Europäische Kommission kann diese Übernahme für 25 Jahre auf die lange Bank schieben, wenn sie will. Natürlich, Herr Jensen. So, Jensen ist sehr ungehalten über Vandenberg und will ihm entsagen. Aber Herr Jensen wird doch nicht so verrückt sein, sein einzigen Nummer 1 aus den Kränkheiten aus dem Programm zu schmeißen. 84 Milliarden Äcke sind keine Gekränkheit. 84 Milliarden Äcke sind der Zorn Gottes, ja? Und der Zorn Gottes wird Vandenberg gefeuert haben. Oh, Vandenberg ist beim Morgen schneller wieder auf Sendung. Ich setze Auftragskiller auf ihn an. Ja? Ich quäle ihn mit einem Schluck durchs Herz. Ich erdrossle ihn. Ja. Und dann... Ja. Natürlich, Herr Vandenberg. Vandenberg will Jensen morgen um 11 Uhr in seinem Büro persönlich haben. Jensen, Vandenberg soll zu Jensen um 11 Uhr persönlich vorsprechen. Thank you.
Schränke mir für meine Tassen. Dann werde ich Ihnen jetzt ein paar Schränke verkaufen. Ich habe ja als Detaillist angefangen, wissen Sie? Ich habe Nähmaschinen verkauft, Autoersatzteile, Elektronikgeräte und Bürsten. Man sagt, es gibt nichts, was ich nicht verkaufen könnte. Und deshalb treffen wir uns jetzt hier in meinem Konferenzraum, weil er den angemessenen Rahmen für all die Schränke abgibt, die ich Ihnen zu verkaufen habe. Setzen Sie sich, Herr Vandenberg. Voilà. Sie haben mit der Urgewalt der Natur gehurt, Herr Vandenberg, und das lasse ich nicht zu. Sie glauben, Sie hätten nahezu eine Geschäftsübernahme verhindert, aber das ist nicht der Fall. Die China-Russen haben Milliarden von EQs aus dieser Staatengemeinschaft abgezogen und nun bunkern sie sich wieder zurück. Ebbe und Flut, Tidelhub, Gravitation, ökologische Balance. Sie sind ein zurückgebliebener Mensch, Herr Vandenberg, der Nationen und Völker denkt. Aber es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker. Es gibt weder Chinesen, noch Russen, noch Europäer, noch Amerikaner, noch die erste Welt, noch die dritte Welt, noch Sunniten, noch Schiiten, sondern es gibt nur ein ganzheitliches System aller Systeme. Es ist das internationale Währungssystem, das die Gesamtheit des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Das ist die atomare, subatomare und galaktische Struktur der Dinge heutzutage. Und Sie haben mit dieser Urgewalt Schande getrieben. Und Sie werden wissen. Wir leben schon lange nicht mehr in einer Welt von Nationen und Ideologien, Herr Vandenberg. Und wir werden auch nie wieder in solch einer Welt leben. Aber unsere Kinder werden leben, um eine neue Welt sich entfalten zu sehen. Eine Welt, in der es keinen Krieg und keinen Hunger mehr geben wird. Eine Welt, in der alle Menschen Anteilseigner eines Aktienpaketes an der Welt AG sein werden. In der alle Bedürfnisse befriedigt, alle Ängste genommen, in der Musik vorhanden wie Wasser sein wird, in der Kunst vorhanden wie Luft sein wird, eine Welt, in der die kapitalistisch-demokratische Sparintelligenz regiert. Und dort wird es keine Langeweile mehr geben. Und ich habe Sie auserkoren, Herr Vandenberg, um dieses Evangelium zu verkünden. Warum nicht? Komm mal her zu mir, Lukas. Weil du im Fernsehen kommst, du Holzkopf. Ich habe das Antlitz Gottes gesehen. Von diesem Abend an predigte Lukas Vandenberg die kapitalistisch-kommunistisch-schwarmtheoretische Weltlehre des Vorstandsvorsitzenden der Neurop. Die Kette von Argumenten, die Lukas Vandenberg in den kommenden Tagen in einer vollkommen stringenten Art und Weise entrollte, waren ungeachtet ihrer Stringenz ermüdend und deprimierend. Sein Zuschaueranteil sank auf einen historischen Tiefststand. Du katapultierst ihn besser aus unserem Betriebsuniversum oder ich säge ihn eigenhändig vom Bildschirm ab! Ja, die Leute wollen keine Schwarmtheorien, die Menschen lieben Nationen, Fußball, Panini,
du mir wirklich helfen können. Auf dich hört er, immerhin ist er dein Freund. Unglaublich müde macht sie mich, diese Hysterie um Lukas Vollenberg. Unglaublich. Und jedes Mal, wenn du mit jemandem von deiner Familie zusammen warst, kommst du in dieser tödlichen Pensionistenlaune zurück. Müde macht es mich, dass du immer nach diesem blöden Telefon greifst, kaum noch die Hose zu haben. Ich mag es nicht, als Accessoire an deinem Leben zu bauen. Und satt habe ich es, vorzulügen, ich würde hier an einem Buch über meine feurigen Jahre beim Fernsehen schreiben. Ich ging zurück zu meiner Frau, weil sie depressiv ist. Und da fühle ich mich schuldig. Ja. Und verantwortlich. Ja. Und wenn du dafür das Wort sentimental brauchst, dann hat meine Generation dafür immer noch das Wort Menschenwürde gebraucht. Und ich sehne mich nach meinem Zuhause, das kann ich dir sagen. Weil nämlich plötzlich alles näher am Ende, als am Anfang ist. Der Tod nimmt Gestalt an. Du hast es hier mit einem Mann zu tun, der grundlegende Zweifel in seiner Verzweiflung hat. Und du könntest dich damit mal auseinandersetzen. Ich lebe hier. Wirklich? Du kannst nicht einfach den Kanal wechseln. Aber was genau bist du denn von mir? Alles, was ich von dir will, ist Liebe. Liebe ohne Wille und Arme. Verstehst du das? Einen Moment, ich muss da rangehen, ja? Ja? Wir werden ihn ersetzen! Es ist an der Zeit, dass wir unsere Beziehung neu aufgleisen, Johannes. Sieht ganz danach aus. Irgendwann da war mal das, was war das nur? Es machte Spaß, das wollten wir. Und wenn die Story nun verweht, weil deine Frau dazwischen steht, dann liegt's an mir. Doch braucht nicht mehr als Geschlechtsverkehr. Kein Sprit, das sagt, ich lieb dich sehr. Kein Erschlaffen. Dein Punkt vom 10. Stock, der ist so sicher wie der Block, in dem ich wohne. Oh, so schön. Doch wohnt dort auch meine Frau. Und wie ich weiß, du ganz genau, dass ich mich mit ihm verschiebe. Sagst du es ganz genau, du denkst dich menschlich wie eine Frau, du lebst im reinen Nichts. Doch ich spüre echten Schmerz, ich trage keinen Kunststoffmerz im Licht des letzten Gerichts. Keine Zukunft hat und sagen wir besser stopp. Sonst geht's uns beide an den Kragen und vor lauter Klagen wählen wir den 10. Stand. Ich brauch dich nicht, Johannes, ich brauch dich nicht. Ich brauch deinen Wechseljahrzerfall nicht. Du brauchst mich dringend, denn ich bin dein letzter Kontakt zur menschlichen Außenwelt. Ich liebe dich, Kinder. Und diese beschwerliche Liebe im Zerfall der Wechseljahre ist das Einzige, das dich überhaupt noch von dem kreischenden Nichts trennt, in dem du den Rest deiner Jahre verbringen wirst. Verlass mich nicht. Zu spät, Irene. In dir hat es nichts mehr, mit dem ich leben könnte. Du bist ein fleischgewordenes Fernsehtier. Unempfindlich gegenüber der Freude, unempfindlich gegenüber dem Leid. Du steckst alles an mit deiner Verrücktheit, aber eben nicht mich. Nicht, solange ich noch etwas spüre, wie Schmerz, Freude oder Liebe. Schönes Ende, Kinder. Dem abverreckten Ehemann renkt es das Gehirn wieder ein, mit dem zurück zur Frau und Kind. Die herzlose junge Frau bleibt in ihrer arktischen Abgeschiedenheit zurück, allein. Musik kommt,
Schulschwerpunkten und dann die Muster von der kommenden Woche. Ginevra Höchst bleibt allein in ihrer arktischen Abgeschiedenheit zurück, in die sie sich eigentlich recht gut eingerichtet hat. Herr Jensen war sehr unglücklich über die Idee, Vandenberg aus dem Programm zu nehmen. Hält die Nachricht, die Vandenberg dem Publikum überbringt, für einen wichtigen Bestandteil an die europäische Aufklärung? Ich würde diese Haltung als unbeweglich bezeichnen. Renitent und in sich versteift. Ich würde sagen, wir bringen ihn um. Was würdet ihr zu einer Ermordung sagen, Kollege? Ich denke, ich könnte die Leute von der toskanischen Rundfront dazu bringen, Vandenberg zu beseitigen. Unsere bunte Rundrunde braucht eine starke Eröffnung. Wenn wir Vandenberg vor den laufenden Kameras umbringen, hätten wir ein Zuckerchen für die Publikumsüberleitung von der Vandenberg-Sendung zur bunten Rundrunde. Ja, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es sich da ein Kapital verbringt. Die Frage ist, sollen wir Vandenberg umbringen oder nicht? Keine andere Möglichkeit bringen wir ihn ohne uns um. Drum bin ich im Fernsehen, ich bin jetzt sogar sogar grob. Drum bin ich im Fernsehen, ich bin jetzt. Ha ha ha.